days, I don't get much rest. Find it hard to smile. Aloha. Aloha. Was ist Kreativität? Didn't get that. Could you try again? Ist Kreativität. Was ist das Leben? I'm sorry, I can't do that for you. Musst du auch nicht. Ein Computer ist allopoetisch. Er ist intelligent, aber er ist fremdgesteuert. Who are you talking to? Zu meinem Computer. Ich habe ihn schon. Ich hoffe, er ist jetzt im Schach. Wir sind aus solchen Blasen entstanden. Kann man sich das vorstellen? Man denkt doch, eine Seifenblase platzt. Aber im ursprünglichen Ozean waren ganz, ganz viele Blasen. Da gab es nur anorganische Elemente und da schwammen ganz viele Blasen da auf diesen
Wasser in diesen Ozean, die schwammen da entlang. Und dann wurden diese Blasen durch ein Wunder zu Zellen, zu den Ur-Ur-Urzellen, aus denen wir alle entstanden sind. Und dieses Leben, in dem wir leben, ist kreativ. Es ist an sich kreativ, weil es sich selber hervorgebracht hat aus Blasen, von denen man doch eigentlich annimmt, sie müssten platzen. Das kann keine Maschine, die mir irgendwie dumm dazwischen redet. Kein Roboter, keine künstliche Intelligenz kann so etwas. Das können nur wir Menschen, das können die Lebewesen, die Zellen haben. Und deshalb sind wir kreativ und machen einen Art Jam. Nicht, Carola? Art Jam, das klingt wie Marmelade irgendwie. Ja, wir machen Marmelade aus Kunst, genau. Und was wird da gejammt? Naja, es bringt eigentlich alles zusammen. Es bringt uns in Schwingung und die Leinwand oder das Papier, das ja erstmal weiß ist, in Farbe. Und es fällt zumindest mir leichter in so einem Art Jam, dass ich ganz locker was kreiere und noch gar nicht weiß, was da vielleicht entstehen kann. Also ich lasse es einfach zu, wie der Tanz, den du da gerade ausführst. Ich lasse mich drauf ein. Und das ist das Schöne, dass es so zusammenfließt wie Marmelade. Genau. Unsere liebe Regina füttert uns mit Musik. Ja. Dazu bewegen wir uns. Mit Pinseln in der Hand. Die Pinsel haben wir mit Farbe gefüttert. Und diese Pinsel bringen wir in einer Choreografie unseres Tanzes auf die Leinwand. Wir haben es auch schon mit mehreren an einer Leinwand gemacht. Jetzt machen wir es immer nur einzeln an einer Leinwand. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist schon zu viel Idee auf der Leinwand, dann drehen wir sie einfach mal um. Ja. Damit wir frisch anfangen. Einmal habe ich schon gemacht. Ja. Das kann im Grunde jeder. Also wir haben es ja auch erlebt, eine Tänzerin, die noch nie so richtig gemalt hat, die hat sich getraut, im Tanz den Pinsel zu schwingen auf einer Leinwand. Eine andere war frech, hat die Leinwand umgedreht und so haben wir damals viert oder fünft ein Bild kreiert. Genau, absolut. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen, oder? Irgendwann war dann auch der Pinsel auf der Nasenspitze. Ja, das stimmt. Tänzerin. Und ich bin ja nun, ich male ja nun nicht. Ja, aber du könntest malen, denn jedes Lebewesen kann malen. Ja. Jedes Lebewesen ist kreativ auf seine Art. Es muss nicht Malerei sein. Es kann Tanz sein, es kann Schrift sein. Du bist ja unter uns die große Schriftstellerin. Hey! Yeah! Und heute unser DJ. Und ich merke schon, wie ihr mich inspiriert, dann gleich komme ich ins Grooven mit Musik und wenn ihr am Malen seid, auch wenn ich gar nicht male und sozusagen der Zuschauer bin, dann habe ich hier, ich bin hier vor meinem Regal unterwegs, dann habe ich mal einfach geguckt, was ist denn hier so drin in meinem Regal? Und eigentlich hättest du mich vorher gefragt oder hättet ihr mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, ja, hier ist überhaupt nichts Kreatives, hier kann ich auch mit nichts arbeiten. Stimmt gar nicht, dann finde ich plötzlich dies hier. Das kann mit eingebaut werden. Dann finde ich plötzlich ein Buch, finde ich plötzlich ein Herz oder eine Dose und Räucherstäbchen. Es duftet herrlich hier bei mir in der Bude gerade. Und natürlich die Trommel. Du machst eine super Figur damit, Regina. Wirklich. Ja, was meint ihr? Wollen wir fortfahren? Ja, sehr gerne. Yes, absolutely. Wait, geht gleich weiter. Jetzt kommt der nächste Song. Haltet euch schon mal parat. Sind die Pinsel am Start? Yes.
little bit groovy. Yes. Chill. Cheguei em casa, estava rolando na vitrola. Você deitada no sofá, adormeceu, que linda. A Sérgio se cansou de esperar por vir, que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal esmaga. Sei que eu tentei te ligar. Das sieht total entspannend aus, Ladies. Es entspannt total. Musik. Zwei Ladies, die mal wunderschön fahren. Agen online. And do whatever you want. Widerlich gerade an dieser Hand. Thank you.
Minutes left, 6 seconds left. 6 seconds. Oh. Now it's gone. Oh wow, du hast ja einen schönen Kopfschmuck. Oh. Jetzt gibt es erstmal einen dicken Applaus, Girls, ja? Für euer Schaffen, ey, wow, ihr habt so richtig, oh, I'm impressed. Ihr habt richtig viel auf die Strecke bekommen. Cool, so bunt. Applaus für meine beiden Künstlerinnen, Bettina Behrendt mit der Schürze um und Carola Keller mit den langen blonden Haaren. Hallo. Aus Japan. Ichiban, wow. Steht da. Ichiban. Und auch darunter auch mal auf Deutsch. Wie meine Katze, die kommt doch aus Japan. Ja. Die kann das auch lesen wahrscheinlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Ladies, wie war's für euch? Nice. Wild. Wild, yes. But not ready. We are never ready. In the flow. Es war total im Fluss. Deshalb habe ich das vorhin auch gedacht und kann auch vielleicht der Titel des Bildes werden irgendwann. Aber das Ergebnis spielt gar keine Rolle. Es ist das Hier und Jetzt im Sein malen mit dieser Energie, was total neugierig macht, wie es so weitergeht. Als im Urozean die ersten Bubbles entstanden sind, da haben sie auch nicht gefragt. Mhm. Ihr diejenigen, aus denen Leben entsteht, oder erst die Enkel. Spielt keine Rolle, ne? Ja. Wichtig ist es, schön zu sein, in der Sonne zu glänzen. Huch, oh, siehst du, passt nicht. Ja. Jetzt kommen sie raus. Ja. Genau, wie ein Kind, Bettina. Ne? Das erinnert mich daran mit den Seifenblasen. Einfach auszuprobieren, zu beobachten, was für Seifenblasen entstehen, wie viele, wie groß. Wo spielt hin? Wo wollen wir hin? Nicht? Das ist ja immer wieder die Frage.
nicht wir führen das Bild, sondern das Bild zeigt uns den Weg. Und die Musik und unsere Bewegung. Und ich kann es bestätigen, denn ihr mit eurer Schaffenskraft und mit eurem Tanzen habt und auch mit eurer Idee für den Art Jam habt auch mich geführt. Denn ich hatte zunächst vermeintlich keine Aufgabe, außer die Musik zu spielen und es hier aufzunehmen. Aber ich wurde angetriggert, klick, 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 gekitzelt, ne? Getickelt, tickel, 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 durch euch und habt einfach irgendwas hier gemacht. Ihr habt das ja nicht alles gesehen, weil ihr ja auch auf euer Bild geschaut habt. Wartet's ab. Es war jedenfalls für mich sehr kurzweilig, freudig und sehr entspannend. Und du hast den Raum für uns gehalten. Das ist total wertvoll. Genau. Wenn Bettina und ich das alleine gemacht hätten, das wäre ganz anders gewesen. Das ist total schön zu wissen, dass du im Hintergrund das alles hältst und du hast uns auch mit Worten inspiriert zwischendurch. Genau. Du warst total verbunden. Ja, und was möchten wir mit diesem Video noch zeigen? Wir möchten ja auch zeigen, Leute, macht es einfach. Seid einfach, tut einfach, malt einfach. Auch wenn ihr glaubt, malen, tut euch zu dritt oder zu zehnt oder zu fünf zusammen und jammt einfach. Weil gerade in dieser Zeit, auch online, es geht, ne? Sieht man ja an uns. Und mein Gesicht wird immer freudiger und fluffiger und weicher und ihr strahlt. Und ich finde, es ist eine tolle Idee und das können wir ja euch nur ja, euch dazu einladen, es einfach mal auszuprobieren. Ich will jetzt nicht sagen, wir raten es euch. Das ist ja, wir erteilen ja keine Ratschläge. Aber fühlt euch eingeladen, es mal auszuprobieren. Genau. Geht in eure Freude. Geht in eure Kraft, in euer Aloha, denn da seid ihr zu Hause, da ist euer wahres Zuhause. Nicht, wenn irgendwer sagt, bleibt zu Hause, da seid ihr nicht zu Hause. In eurem Aloha seid ihr zu Hause und da bleibt zu Hause. Absolutely! Ja, seid ihr auch hier oben auf einer angenehmen Schwingung unterwegs. Ja, genau. Gar nichts inhaben kann, nicht mal ein kleiner Virus kann das. Das hast du toll gesagt, Bettina. Das hast du wirklich, wirklich toll gesagt. Das inspiriert mich total. Das ist ein toller Satz. Schön, dass wir das auch aufgenommen haben. Und ich fand, du hast das auch sehr schön verankert für uns alle an der Natur, am Ursprung, ne? Mit den Bubbles, die zuerst im Meer waren und die sie auch gar nicht wussten. Und sie haben es auch nicht hinterfragt, sind wir jetzt das Leben oder nicht. Oder vielleicht erst die dann nach uns kommen. Spielte keine Rolle. Sie waren einfach da und sie haben einfach weitergemacht. Ja. Genau. Wir leben ja auch in einer Ahnenreihe und wer weiß, wer wir mal für unsere Ahnen sind. Ja. Ja, Leute, das war's zum Art Jam heute auf diesem Video. Ich bedanke mich auch an euch beiden, meine lieben Alohas. Genau, ja. Und Leute, fühlt euch eingeladen, es uns nachzumachen. Und ihr wisst doch, stay tuned. Aloha. Aloha.